Hallo Leute und willkommen zurück. Ja, wir spielen hier Enter Space 2 mit den Hisho. Und ja, die Finanzen sehen nicht so prickelnd aus. Aber unser Leviathan ist ja unterwegs. Und in der nächsten Runde wird er hier in dem System ankommen. Und dann können wir eine Fördersonde starten. Dann hier in den Planeten. Der gibt 14 Dust und 14 Forschung. Und für die Fördersonde bekommen wir dann einen gewissen Anteil. Der fließt dann in unser Heimatsystem. Und ja. Also damit werden wir hier die minus 15 fast ausgleichen können. Das habe ich schon mal im Vorfeld ausgerechnet. Und ja, hier haben wir jetzt nochmal eine Verteidigungsverbesserung angeworfen. Das machen wir. Dann werden wir hier die zerebrale Realität nach vorne schieben. Da kriegen wir dann pro Runde 15 Dust. Wir können ja bei den Taktiken, wenn wir auf sehr schwache Gegner treffen, also wenn wir sehr überlegen sind, dann können wir hier Trophäen einsammeln machen. Nehmen wir da auch noch mal das Forschung. Bei den Technologien, da haben wir hier Astrofinanzen. Und da bekommen wir dann gerade auf Planeten mit Luxusressourcen sehr viel Dust. Und dann danach forschen wir auch noch den galaktischen Markt. Oder kann man dann auch nochmal, wenn es ganz eng wird, Ressourcen verkaufen. Das ist eine sehr gute Einnahmequelle. Ja. Und dann erforschen wir noch Imperium, dass wir Imperium abbauen können. Fällt mir gerade eigentlich nicht, dass es dann so lange dauert. Mal ein bisschen nach vorne schieben. Aber wir haben ja hier Imperium. Das war eine... Ja, den Planeten haben wir auch schon kolonisiert. Wir haben jetzt noch die Technologie. Okay. Ah, die Schiffe hier, die haben leider keine... Sonden. Wir fliegen ja trotzdem mal weiter. Vielleicht finden wir ja auch mal eine Nebenzivilisation. Und das Schiff wartet hier, bis es repariert ist. Okay. Dann haben wir in der Runde alles gemacht. Zug beenden. So, jetzt können wir bessere Schiffe bauen. Also Kriegsschiffe. Aber die haben halt eine kleine Rumpfgröße. Einmal einen Angreifer. Und einmal einen Beschützer. Ja, und unsere Leviathaner wurden verbessert. So, ja. Einmal die Bewegung beenden. Dann ist jetzt hier unser
Leviathan angekommen. Dann starten wir jetzt hier die Fördersonde. Dann sehen wir hier im Tooltip, dass wir dass wir 15% von dem Planetenertrag bekommen. Das sind 2,1 das und 2,1 Forschung. Das fließt dann hier rüber. So. Dann sehen wir da 2,1 das, 2,1 Forschung und das mal 5, weil da 5 Leute sind. Das wird dann noch multipliziert. Aber wir kriegen halt, auf Winde kriegen wir durch unser Gesetz plus 25%. Kann ich schon mal die Rümpfe anschauen? Ah, das wäre praktisch schon. Aber wir machen für Transporter ein Spezialschiff. Das machen wir. Transporter. Halt einmal einen Antrieb einbauen. Dann. Einmal Truppen. Und hier eine einfache Waffe. Und dann noch die Standarddesigns überarbeiten. Ah, da haben wir halt jetzt. Keine Verteidigung gegen Energiewaffen. So. Und unser Angriffsschiff. No, machen wir es ruhig mal so. Aber das Schiff ist noch nicht geheilt. Ja gut. Bei uns herrschen halt die Militaristen. Das muss so bleiben. Leviathan bleibt da. Ah, okay, die Nahrung war unterwegs, bevor hier überhaupt die Kolonie gegründet wurde. Gut. Weiter geht's. Unbekanntes Imperium.
Na gut, wir fliegen mal weiter. Ja, die haben alle laufende Kosten, die Schiffe. Einfach um einen Beschützer. Festgestartet. Unerwartete Entropie. Ah, die Akademie-Quest geht los. Aber wenn es für euch zu schnell ist, könnt ihr auf Pause drücken. So. Die Gefährsysteme außerhalb deiner Konstellation. Da kriegen wir geplünderter Bussard-Kollektor. Den mag ich sehr gerne, den Antrieb. Zurückgelegte Distanz pro Bewegungspunkt plus 25%. Und wir kriegen an 5k. Aber das machen wir. So, der Graufalk ist fertig, also unser Beschützer. Das gibt natürlich dann nochmal Minus. Na gut, in zwei Runden ist der dann nochmal ein Isho fertig. Das hilft dann natürlich weiter. Und die zerebrale Realität ist dann auch fertig. Zwei Runden die Fördersonde und dann haben wir eine Runde Downtime. Aber weil er hat noch Abklingzeit von 3 Runden, genau. Die Piraten kommen in 4 Runden. Tja. Ein Schiff verkaufen. 36 das. Weiß ich nicht. Kann man immer noch machen. Und holen uns einen Transporter. Ah, wir haben jetzt ziemlich Truppen. Also wir können hier keine Invasion starten. Riesig Asche.
Großasche, Großwüste, Mittelsavanne. Ja, dann schauen wir mal. Einmal eine Bevölkerung. Noch einmal Bevölkerung. Ah, keine Sonde mehr. Okay, ja. Der Wanderfalk hat keine Sonden. Oh, da sind Piraten. Eigentlich gar nicht verkehrt, aber der alleine damit nicht zurechtkommen. Ja, dann können wir halt hier die Piratenflotten nutzen, um unser K aufzuwerten. Und mit der Taktikkarte können wir natürlich dann auch das generieren. Exploitegesetz. Tja. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Aber in der Heimat geschlüpft, dafür abzugeben. Nein. Stufe 2. Ja, da müssen wir ein bisschen was aufbauen. Vielleicht so eine Flotte bestehend aus 3 Schiffen. Ah, hier werden dann die Astrofinanzen fertig. Und der nächste Hisho kommt. Aber die Fördersonde arbeitet dann eine Runde lang nicht. Schwierig. Ich glaube, den müssen wir ja verkaufen. Ja, dass die Fördersonde jetzt nicht arbeitet, das ist halt. Okay. Aber wir haben immerhin 5K bekommen. Ja, jetzt sieht man hier, die Fördersonde arbeitet nicht und da fehlt dann der Bonus. Es dauert noch eine Runde. Ja. Müssen wir leider den Wanderfalken fahren.
Der Transporter fliegt darüber. Minus 10% Unterhalt auf Flotte, das ist natürlich interessant. Das machen wir. So. Die zwei in Kombination mit ihm. Kann dann hier Piraten jagen gehen. Mal gemacht. Jawohl. Oh. Okay, die Analysemaschine, die können wir dann in einem System bauen, die, ja, wo wir viele Kuriositäten aufgedeckt haben. Gründe einen Außenposten auf dem Planeten Hydros 4 oder kolonisiere das System, in dem er sich befindet. Obelisk des Andenkens. Kann nur einmal pro Imperium gebaut werden. Plus 6 Einfluss pro gemäßigt. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ob wir das System kolonisieren werden. Wir sind halt hier auch schon an unserer Schwelle angekommen. Das heißt, mit jedem zusätzlichen System, das wir jetzt kolonisieren, halten wir auf allen Systemen minus 5% auf Winde. Dort eine Runde. Okay. Dann geht's weiter. So, jetzt können wir Agenturen für Xenotourismus bauen. Ah, und Planetenspezialisierung. Die Kolonialbörse. Auf jeden Fall machen, das wird doch sehr schnell. Hier haben wir jetzt keine Luxusressourcen. Komm, 6 Dust. Hier bekommen wir 3 Dust. Und da 6 und wir haben dort Luxusressourcen. Aber leider haben wir hier nur eine geringe Industrieproduktion.
Am meisten Dust würden wir generieren, wenn wir jetzt die Agenturen für Xenotourismus bauen und die Kolonialbörse nicht hier, sondern dort. Dann wird man natürlich viel weniger Industrieproduktion haben. Machen wir einen Kompromiss. Nehmen wir hier rüber. Und hier. Ah, es wird jetzt 15 Runden dauern. Die Kolonialbörse. 5 Runden. Ja gut. Das wird ja dann viel schneller werden, wenn die Gebäude fertig sind. So. Ja, Graufalke geht dorthin. Wir dürfen nicht vergessen, die Fördersonde zu starten. Ja. Dann schreiben wir keine roten Zahlen mehr. Und mal ein paar Sonden ausschicken. Ist da keine Verbindung? Ist hier eine Sackgasse? Doch, da ist noch eine Verbindung. Die Craver. Und den können wir uns gesund stoßen, falls wir denn stärker sind als sie. Ansonsten kann das auch nach hinten losgehen. Boah, schauen wir uns dann die Details an. Wir sind grundsätzlich deutlich überlegen. Gegner haben nur Projektilwaffen. Und die Reichweite ist uns egal. Wenn wir die Überlegenheit einsetzen, um ein bisschen das in Forschung zu generieren. Davon haben die Gegner nichts. Wir werden direkt auf mittlerer Distanz starten. Jawohl. Bisschen beschleunigen.
Und das war's. Und da bekommen wir 1,2k, 120 Dust und 40 Forschung und Erfahrungspunkte. Ich verschwinde aus dem Quaver-Territorium. All denen das ab. Was haben die denn? Projektilwaffen, Verteidigung gegen Laser. Da kann man ja schon mal anpassen. Und werden ja hier wahrscheinlich nur Quaver sein. Oh. Na gut, vielleicht geben die uns ein bisschen was. Dust, Forschung. Okay, gut. Oh, dann haben wir halt hier zweimal die Piraten. Und da oben die Quaver. Und wir haben die... den Konkurs abgewehrt. Alles klar, Leute. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye, bye.